Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean, im Standardmodus. Und zwar habe ich wieder ein Mage-Deck für euch. Wer das erfunden hat, kann ich gar nicht genau sagen. Kleinen Moment. Hailun hat das, glaube ich, erfunden. Aber es gibt so viele YouTuber und Streamer, die genau dieses Deck hier gezeigt haben. Deswegen, wer das da ursprünglich erfunden hat, kann ich wieder nicht sagen. Auf jeden Fall ist das sehr ähnlich. Es weist sehr viele Ähnlichkeiten auf zu dem letzten Mage-Deck, was ich gemacht habe. Hier High Value Control Mage. Da hatten wir ja auch Khadgar drin. Und wir hatten auch hier Astromantin und den hier drin. Und die zwei Spells etc. Aber wir hatten auch den Drachen drin. Und wir hatten auch Alexstrasza drinnen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die hat mich oft gerettet in der Episode, falls ihr euch erinnern könnt. Für die, die es verpasst haben, oben in der Infobox gibt es die Playlist. Und dieses Giant Khadgar Deck ist natürlich ein bisschen anders. Wir haben ja zweimal Giants drin, wir haben auch zweimal die hier drinne. Ja, es ist ein bisschen anders. Großwildjäger, zweimal Verwandlung und dafür nur eine von denen und halt die großen Legendary Drachen sind nicht drinne. Müssen wir mal gucken, inwieweit sich da der Erfolg unterscheidet. Spiele beginnen. Also gefühlt, ehrlich gesagt, glaube ich, das ist ein Ticken schlechter wie das andere. Meine persönliche Empfehlung ist, dass man mal beide Decks gegenüberstellt und mal guckt, wo sind die Vor- und Nachteile. Vielleicht mache ich da mal so ein separates Ding draus. Dass ich da mal schaue, welche der beiden Decks coole und negative Sachen haben und wie ich das miteinander verbinden kann. Aus beiden was Gutes rausziehen. Also ich denke, das ist halt dann am Ende der Way to go. Wir haben Warrior als Gegner. Es wird sehr wahrscheinlich ein Bomb Warrior sein. Wie jeder oder fast jeder momentan im Bomb Warrior spielt. Ah, ich muss aufpassen, dass ich mich hier nicht mille, aber ich ziehe jetzt trotzdem mal die Karten. Genau, dann kann ich im nächsten Turn hier den Riesen machen. War eine gute Entscheidung. Zeigt, was ihr könnt, ihr anfälliger Inlet. Willkommen beim Feuerspektakel. Unglaublich. Gut gespielt. Hat er schon gut gemacht bisher, ne? Was jetzt? Ich bin ja am Überlegen, ob ich hier einfach mal einen Trade mache und dann den selber töte. So,
Da haben wir nämlich drei Stück da liegen. Ja, wenn ich Pech habe, macht er jetzt Schlägerei. Etc. Macht er nicht. Okay, das heißt, er hat es gar nicht. Weil sonst hätte er das auf jeden Fall gespielt. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt optimalste Play, aber es war in Ordnung. Hinrichten oder was? Krass. Nur noch 7 live. Der Dude. Das Ende nah. Ja, wenn ich das noch verliere, ne? Ah. Flipp ich aus. Oh boy. Ah. Boah, Ansturm könnte ich. Ja, dann ist GG. Fette Kiste. Das ist ja krass. Das hat ja schon mal besser funktioniert, als ich dachte. Warum kriege ich immer Mirrors, ey? Jedes Game. Ich will es nicht. Spiele ich Mage, kriege ich Mage-Gegner. Spiele ich Warrior, kriege ich Warrior-Gegner. Ich glaube, mein Gegner ist eingeschlafen. Das Ende naht! Das Ende naht! Das machen wir mal so. Paco! El Paco! Okay.
Ja, ich muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht mille, ne? Deswegen, es war jetzt schwierig, was ich spielen soll. Draw konnte ich nicht wirklich. Das konnte ich auch nicht wirklich machen. Dann Silly-X spielen können, aber so ist schon in Ordnung. Was? Noch ein Cutcar for free? Junge, ich raste aus. Das ist ja der Oberburner. Doppel-Cutcar. Mal gucken, ob hier Will Smith wieder aus der Lampe kommt. Prinz von Bel-Air. Alter. Was geht? Aber der ist vor mir. Ach, der hat vor mir die ganzen Sachen, ne? Er ist vor mir. Level 10 hätte ich fast gesagt. Hier bei Turn 10. Ne Combo-Wombo. Willkommen beim Feuerspektakel. Mach ich meinen eigenen zum Schaf, Junge, ich flippe aus. Jetzt hat er 8 Mana. Silly-X. Wir spielen wirklich das identisch gleiche Deck, ne? Ich flippe aus. Und er ist halt vor mir Stufe 10, kann vor mir die Combo machen. Und deswegen glaube ich, dass ich verloren habe. Weil dann kämpfe ich die ganze Zeit gegen seinen Mist an, den er beschworen hat. Ah gut, die habe ich nicht im Deck, die Fliege. Allore, Bobe, Belana. Alter Schwede! Der Botenrabe ist ja wohl die most broken Karte ever, ey. Jetzt habe ich hier einen zweiten Khadgar und davon nochmal eine gekriegt. Das ist ja krank. Einfach nur krank. Wir müssen zusammenstehen. Vereint für Dalaran. boy. Ja, hoffentlich reckt er mich jetzt nicht. Paco, don't do it. Okay. Nice, aber. Sehr nice. Ah, ich brauche noch Helden Damage, ne? Ich könnte den mit dem machen. Ah, es reicht doch so, oder? Oh, ich hab die. Aber wenn das so ist. Willkommen beim Feuerspektakel. Willkommen beim Feuerspektakel! Willkommen beim Feuerspektakel! Unglaublich! Wow! Wow! Mind blowing! Alter!
Alter! Der Oberwahnsinn, Junge! Mit Glinda! Einfach die ganze Zeit Feuerspektakel! 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 Gegen Garrosh. Boah! Absolut mindblowing! Mögen die Spiele beginnen! Richtig krass! Boah, krass, ey. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Deck sehr gut. Da kriege ich die Glinda, ey. Ich flipp aus. Das war so ein krasses Match, ey. Aber da sieht man auch, wie viel einfach auch RNG und Luck ist, ne? Muss man einfach mal dazu sagen. Stellt euch vor, ich würde nur solche Spiele hochladen. Würden alle denken, ich wäre der krasseste Dude alive. Nein. Initialisiere Säuberung. Ja, okay. Gut gespielt. Kriegt erstmal ein Schaf drauf. Ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich. Beeindruckend. Ich kann natürlich das hier noch auf meinen Riesen machen, wie in der ersten Runde. Warum eigentlich nicht? Besten Dank. The pressure. The pressure is real. Niemand kommt an mir vorbei. Ja, Junge, was willst du tun? Das ist vorbei für dich. Gut gespielt. Halt einfach vorbei für dich. Für ein Deck. Ich komme überhaupt nicht klar gerade. Ich glaube, ich hatte nur Wins bisher, oder? Das ist natürlich sehr schön.
erhebt sich. Mögen die Spiele beginnen. Ja, die beiden könnte ich behalten, aber wir spielen gegen Druiden, wird sehr wahrscheinlich Agro-Token-Druid sein. Das heißt, ich überlebe überhaupt nicht bis dahin. Und wenn, dann, ja, ziehe ich das vielleicht auch nochmal, die Karte. Ich grüße euch. Unglaublich. Die Zeit wird knapp. Wie wäre es denn? Nichts kann mich aufhalten. Nichts. Ist der AFK oder was? Nee. Er macht einfach nichts. Ah, jetzt natürlich die große Preisfrage. Ich könnte Coin den hier machen. Nächsten Turn. Euren Verstand von seinen Fesseln. Naja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Nee, es gefällt mir alles nicht. Ah, dann mache ich das so. Aber es gefällt mir nicht. Kann ich eigentlich alle nicht gebrauchen. Schade. Sonst war die Karte ganz gut in dem Match davor. Der Botenrabe. Aber diesmal... Oh. Ja, Value ohne Ende. Ja, es wird los. Denke ich. Man weiß es natürlich nicht, aber Turn 3 konnte ich im Prinzip nichts machen. Ich habe ja schon gehofft, dass das irgendwie überlebt und sein Ding hier steht Was immer noch. Das ist eine Katastrophe. Was sollen wir jagen? Katastrophe. Und ich kann immer noch nichts tun. Nee, ist eigentlich gelaufen. Auf dem Holzweg. Jo. Naja, ich habe ja noch die Chance, Blizzard und Flamestrike zu ziehen, aber. Ne. Zu spät. Zu spät, zu spät. Gut gespielt. Nee, keine Chance. Gute Leistung. Ja gut, erster Lose, ne? Obwohl, der nächste Druide, da kann ich mal einen Blizzard auf der Starthand behalten, ehrlich gesagt. Ich grüße euch. Silliex finde ich jetzt in dem Fall auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. So crazy, Mann. Das Ende naht!
gut laufen, ist anders, ne? Aber ich sag mal, einen Blizzard habe ich. Befreit euren Verstand von seinem Fesseln. Oh nein. Mies. Problem ist, Blizzard tötet die nicht. Schon am Überlegen, das hier anders zu regeln. So zum Beispiel. Gespielt. Eigentlich muss ich jetzt nur noch bis 10 Mana durchhalten und dann müsste doch wieder easy game werden. Next Turn mache ich wahrscheinlich Flame Strike. Sehr schön. Hoffentlich hat er jetzt nicht zu viele Buffs, dass ich schon wieder tot bin. Nein! Doppelte Stunden, doppelter Lohn! Ja, okay. Ah, es war zu erwarten. So, jetzt brauche ich richtig Glück, sonst habe ich verloren, denke ich. Spott Zauberschaden? Ja, warum nicht, ne? Wir setzen diesem Tumult ein Ende! Wir setzen diesem Tumult ein Ende! Wir setzen diesem Tumult ein Ende! Ich grüße euch. Ihr seid auf dem Holzweg! Nee, nicht noch ein Buff, bitte.
Ja, die sollen sterben, wenn sie da drauf rennen. 4-4 ist in Ordnung. Hauptsache nicht 5-5, weil dann würden die wieder alle überleben. Sehr, sehr nice. Was soll ich sagen? Zurück in eure Zelle! Zurück in eure Zelle! Lasst mich eure Meinung ändern. Die Tore sind geöffnet. Das nennt ihr Magie? Gut gespielt. Ja, very nice. Boah, das hätte ich nicht gedacht, ne? Da hatte ich nochmal richtig Glück beim 10-Mana-Zug mit Khadgar und... Das ist echt krass. Und dass ich da Glück hatte, die hohe Spottkarte mit dem Zauberschaden, er mit allem reinrennen musste, hat die nur auf 4 hochgebufft. He's Batman. Mögen die Spiele beginnen. Auf jeden Fall cool gelaufen. Ich grüße euch. Die Freude ist ganz meinerseits. So viele Möglichkeiten. Ich muss mich bald entscheiden. Ich frage mich, ob... Halt! Wer da? Nächsten Turn mache ich wahrscheinlich Coin Ziliax, um den wegzukriegen. So viele Möglichkeiten. Oder ich mache einfach den.
Sieht gut aus. Das gibt Flecken. Die Bruderschaft wird siegen. Gut gespielt. Für den Sonnenbrunnen. Für den Sonnenbrunnen. Gut gespielt. Trinkt aus, Alter, tut mir weh. Möchte das doch gar nicht haben. So, next turn ist wieder Action angesagt. Ich denke nicht, dass er mich finishen kann. Er hat 6 Damage, vielleicht mehr. Schade, dass der noch nicht aktiviert ist. Wir müssen zusammenstehen. Vereint für Dalaran. Unglaublich. Oh, ist das nice. Wir müssen zusammenstehen. Und er denkt sich nur, yo, er holt einfach 4 Ansturm-Minions raus. Mediv gegen Garrosh. Sieg oder Tod. Mögen die Spiele beginnen. Ich grüße euch.
Initialisiere Säuberung. Das Ende naht! Erblickt die Instrumente der Schöpfung. Die Zukunft gehört uns. For real? Gut gespielt. Was jetzt? Hergehört, gute Leute! Zünde die Bombe! Okay. Meine Berechnungen sind ohne Fehl. Die Wahrheit ist unschuldig. Schlägerei? Ja. Dies war klar. Unglaublich. Nichts kann mich aufhalten. Das ist einfach lame. Ich hatte 4 Dinger, er nur den einen und er gewinnt es. Das ist einfach mal lame. Dafür kriege ich hoffentlich Khadga mit dem hier in Kombo. Initialisiere Säuberung. Muss ich noch 6 Damage machen mit Hero Power. Okay. Karten ziehen. Zack. Zack. Ja.
Ja, ist schon sehr uncool, ne? Willkommen beim Feuerspektakel! Amobelore Belana! Noch zwei Damage mit der Hero Power und ich muss Khadgar ziehen. Dann habe ich vielleicht genug Ragis, womit ich Stunk machen kann. Zugriff verweigert. Oh boy. Das ist echt mies, ne? Dass das so ein Riesending ist da. Euch halt sich ein. Für den Sonnenbrunnen. Ah, es gefällt mir nicht. Aber ein Schaf hätte mir, also bringt mir ja auch nichts, ne? Aha. Also spiele ich vielleicht das mit dem wahrscheinlich. Besten Dank. Zünde die Bombe! So, jetzt ist er bereit. Wo ist mein Khadgar denn? Wobei ich den Khadgar wahrscheinlich mit dem 8-Mana-Spell zusammenspiele, also ich YOLO den gleich einfach raus. Naja, es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Eine Chance habe ich noch. Oh. Ja, das war's. Die Vierer wenigstens noch stehen geblieben. Dann,
Naja. Gut gespielt. Einfach zu hart. Komm, Katka! Komm zu mir, Katka! Nächsten Turn bitte! Katka, wo bist du? Oh. Komm schon. Wir müssen zusammenstehen. Vereint für Dalaran. Die Tore sind geöffnet. Die Tore sind geöffnet. Die Tore sind geöffnet. Boah, jetzt bitte nicht noch eine Schlägerei. Aber er wird die zweite Schlägerei haben und spielen, das ist ganz klar. Na, er erhöht die Wahrscheinlichkeit. Ding, ding! So krass, ne? Das ist so krass mit dem Krieger. Ja, das war's. Ich habe alles gespielt, womit ich gewinnen könnte. Eigentlich ist es vorbei. Eigentlich ist es vorbei. Lass dich im Herzen. Ich liebe das Geräusch, wenn die Lunte brennt.
Organisiere Säuberung. Ich habe fast keine Karten mehr. Diese Geschichte braucht ein neues Ende. Gut gespielt. Schachmann. Gute Leistung. Wahnsinn. So, letztes Ründchen, Guys. Dann mache ich Schluss mit dem Deck hier für heute. Boah. Mediv gegen Lunara. Der Wald erhebt sich. Mögen die Spiele beginnen. Ist mit dem, ist der AFK oder was? Schön. Ja, komm, ich belasse es jetzt auch dabei. Das war zwar kein richtiges Röntchen, aber ich möchte noch ein anderes Episödchen aufnehmen für euch. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Über Feedback aller Art würde ich mich freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.